mir leid, dass Sie warten mussten, Mr. Flores. Ich habe jetzt Zeit für Sie. Zeit? Zeit wofür? Aber, kein Grund, nervös zu werden. Nervös? Nun, es ist Ihr Aussehen, Sie. Naja, Sie wirken etwas beängstigend. Beängstigend? Ich? Aber ich bin Ihr Freund. Gestatten, Manny Calavera. Ich bin Ihr neuer Reiseberater. Ich will keinen Reiseberater. Ich will nach Hause. Haha, Sie können nicht nach Hause. Sie sind tot. Aber Sie sind nicht allein. Jeder ist hier genauso tot wie Sie. Deswegen nennen wir es auch das Reich der Toten. Sind Sie bereit für Ihre große Reise? Nein! Welche Reise? Die Vierjahresreise der Seele. Ein langer Trip. Und ich will ehrlich sein, Celso. Es kann sehr, sehr gefährlich werden. Es sei denn, Sie kaufen sich von dem Geld, mit dem Sie begraben wurden, ein besseres Reisepaket. Ich meine, würden Sie nicht gerne im eigenen Sportwagen durch das Totenreich fahren? Oder wie wäre es mit einer Kreuzfahrt? Wenn Sie zu Lebzeiten ein guter Mensch waren, so könnten Sie sich sogar für ein Nummer 9-Ticket qualifiziert haben. Nummer 9? Der Neuner ist der Express. Er benötigt nur 4 Minuten statt 4 Jahre für die Strecke von der 9. Unterwelt ins Reich der ewigen Ruhe. Allerdings kommen nur die wenigsten dafür in Frage. Schauen wir uns mal Ihre Akten an. Nun ja. Leider haben Sie die Qualifikation knapp verpasst. Aber wir haben dennoch ein paar Asse im Ärmel. Jaha! Das wäre das Ticket für die Excelsior-Linie. Ach, ist sie nicht schön. Und der Kompass im Griff wird bestimmt recht nützlich sein. Eine tolle Reise. Ich wünschte, ich dürfte gehen. Warum tun Sie es nicht? Sie könnten mich mitnehmen. Oh, ich kann hier erst weg, wenn ich meine Schuld abgearbeitet habe. Sozialstunden, was? Naja, schätze, es gibt Leute, die schlimmer dran sind als ich. Oh, ich komme noch früh genug hier raus. Aber wohl kaum durch so armselige Kunden, die keine Provision bringen wie du. Hey Manny, der Boss meint, du möchtest heute Abend nicht zu früh gehen. Er will irgendwas mit dir besprechen, wenn er wiederkommt. Sag Don, er soll sich entspannen. Ich gehe nirgendwo hin. Schon gar nicht mit Kunden wie dem da. Wo holen die diese Typen nur her? Die qualifizieren sich für nichts. Ich kann ihnen nichts Gutes verkaufen, bekomme meine Zeit nicht rum und hänge hier fest. Dazu verdammt, Wanderstücke an Idioten zu verteilen. Ich brauche bessere Klienten. Einen Heiligen. Einen reichen, toten Heiligen. ¿Qué es esto? Okay, es ist Estro und damit herzlich willkommen zu Grim Fandango, einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen älter, das ist von, ich glaube, 1996, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, ist so ein Click-Adventure-Spiel. Kann man so ein bisschen Rätsel lösen und sowas, ist ganz toll gemacht. Hier die Aufmachung sieht man ja schon von den Figuren, ist im Stil von Los Dias de Muertos, ein mexikanisches Totenfest. Der Rest hier sieht so ein bisschen nach Mafia aus, also den 1920er bis 30er oder vielleicht auch 40er Jahre. Ja, ich bin gespannt, wie sich das hier noch entwickelt. Ich finde das Level-Design sehr geil. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, von früher. Und hier haben wir Interaktionsbutton. Da können wir zum Beispiel einmal nehmen oder benutzen, besser gesagt, dann einmal nehmen und einmal angucken. Sieht aus, als hätte ich eine Nachricht. Aha, ist also eine Rohrpost. Dann öffnen wir mal. Das ist eine Art Arbeitsauftrag. An alle Mitarbeiter von Büroleiter Kopal. Hört zu, ihr Hohlschädel! Dankt eurem Glücksstern und schwingt euch in eure Autos! Eine Massenvergiftung steht an, Leute! Zu viele Tote, um sie einzeln zuzuteilen. Für alle gilt, wer zuerst kommt, sinst zuerst. Also, ich will da draußen ein wenig Action sehen! Ganz wie Sie wünschen, Chefchen. Massenvergiftung. Eine Massenvergiftung. Na, wir gucken uns aber trotzdem erstmal ein bisschen um. Über diesen Computer habe ich direkten Zugriff auf unser Verzeichnis der Verrotteten. Ah, die alten Akten, die alten Klienten. Das waren noch Zeiten, als man noch würdevoll starb und es keinen Domino Hurley gab. Das ist der Schrank für meinen Umhang.
Jo, aha, nee, das ist unser PC. Dann gehen wir mal ein bisschen hier rüber, gucken da nochmal nach, was wir hier noch alles haben. Hier liegt schon was. Was ist das hier? Können wir das anklicken? Nee. Die Bücher sind von meinem Chef. Sie sollen mich motivieren, wie man Eskimos Kühlschränke aufschwatzt. Mhm. Das sind Spielkarten. Ist ja interessant. Ich stecke die Karten lieber ein. Es scheint wieder einer dieser Passionstage zu werden. Was können wir machen? Ich habe keine Lust, mit Karten rumzuwerfen. Okay, das Interaktionsbutton. Dann können wir ja mal draufklicken, mal gucken, was wir schon alles meine haben. Meine Sense. Ich trage sie gerne nah an dem Fleck, wo früher mein Herz war. Das ist eine Art Arbeitsauftrag. Ja, das war die Dieses Kartenspiel sieht etwas abgenutzt aus. Andererseits, ich sehe genauso aus und kenne weniger Damen. Ich wollte diese Karten schon immer mal zinken. Mhm. Jo, dann werden wir uns mal auf den Weg zur Massenvergiftung machen, aber ich guck mal, ob ich den Computer nochmal benutzen kann. Erinnert mich so ein bisschen an da Fallout. Da ist Celsus Akte. Der Spazierstock war noch zu gut für ihn. Tja. Beschissen. Einfach mal den Chef beschissen. Jo. Ja, ist cool. Wie so ein Gangsterfilm halt. So ein etwas alten Dominos Tür ist verschlossen. Hat wahrscheinlich Bammel, dass ich eine seiner Akten klaue. Was übrigens keine schlechte Idee wäre. Mhm. Also ist Domino der Macher hier. Und wir sind so ein abgehalfterter Seeleneintreiber. Oh, gehen wir erstmal hier rein. Unser geliebter, allmächtiger Chef will nicht gestört werden. Ja, natürlich nicht. So, dann wollen wir uns mal mit ihr unterhalten. Es ist Eva, die Sekretärin meines Chefs. Es ist Manny, der Prügelknabe meines Chefs. Buenos dias. Manny, warum Buenos bist du nicht dias. Bei der Vergiftung? Welche Vergiftung? Welche Vergiftung? Die Code 3 Chili con Carne Vergiftung, zu der bereits alle unterwegs sind. Warum schreibe ich eigentlich Memos, wenn keiner sie liest? Das klingt doch lecker. Chili con Carne ist gut. Wo findet die Vergiftung nochmal statt? Um Himmels Willen. Frag deinen Pfarrer, er weiß Bescheid. Irgendwelche Nachrichten für mich? Außer der über die Vergiftung? Genau. Nur noch eine, Manny. Ich bin nicht deine Sekretärin. Ich nehme keine Nachrichten für dich an. Geht das denn nicht in deinen Dickschädel? Also leite nicht ständig dein Telefon zu mir um. Na gut, aber für mich hörte sich das gerade nach 4 Nachrichten an. sollte ich im Moment irgendwo anders sein? Manny, soll ich dir vielleicht noch aufmalen, was du zu tun hast? Ja. Also, der Manuel Calavera, den ich kenne, sammelt Leute im Land der Lebenden auf. Tote Leute? Vorzugsweise. Er bringt sie her und versucht ihnen wacker die besten Reisen aufzuschwatzen, für die sie sich qualifiziert haben. Wenn er genug Luxuspakete verkauft hat, darf unser Held das Land der Toten verlassen. Bis dahin aber hängen wir beide hier fest und führen immer die gleichen Dialoge. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Besser hätte ich das nicht sagen können. Ich hoffe nicht, dass wir hier alle so lange rumhängen. Warum darf man manchen Klienten bessere Reisen verkaufen? Sie waren zu Lebzeiten gute Menschen. Ketreis, wie definierst du denn gut? Besser als du und ich jedenfalls. Genug von mir. Erzähl mir von deinem Job. Es ist wie Babysitten. Nur Fernsehen kann ich dabei nicht. Also, was hast du zu Lebzeiten angestellt, dass du hier festhängst? Was ich in den fetten Jahren getrieben habe, geht dich überhaupt nichts an. Du kennst die Regeln. Wie wäre es, wenn wir beide heute Abend ins Grüne fahren? Nur du und ich, Baby. Danke fürs Angebot. Aber wir kommen niemals lebend aus der Stadt. Aber... In einem Stück, meine ich. Ich wette, wir könnten es schaffen. Wir müssten es nur versuchen. Oh, Manny, sieh dich doch an. Du bist eine gefangene Seele und weißt es nicht einmal. Hm.
Nur noch eine Frage zu meinem Auftrag. Manny, du weißt, was zu tun ist. Stell dich nicht so dumm bloß, um mit mir zu flirten. Tief in meinem Herzen bist du noch immer meine Sekretärin. Manny, wovon sprichst du überhaupt? Ich war nie deine Sekretärin, nicht mal als du ganz oben warst. Ich habe nur einen Boss, genau wie du. Don Copal. Wir waren mal ganz oben. Komm schon, ich weiß, dass du nebenher noch für einen anderen arbeitest. Was redest du da? Ich weiß, dass du manchmal Memos für Hurley schreibst. Ach, Manny, hau ab. Und? Gehst du zur Weihnachtsfeier? Nach der Show, die du letztes Jahr abgezogen hast? Das lasse ich mir bestimmt nicht entgehen. Naja, ich zieh dann mal Leine. Okay, aber pass auf, dass du dich nicht erhängst. Ach, komm schon. So, steht hier irgendwo, wo wir da hinkommen? Ach, Errungenschaft freigeschaltet. Aha. Guck ich mir mal später an. Jetzt geht's erstmal... scheinbar in den Keller. So. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Hier müsste ja auch irgendwo unser Fahrer rumlaufen. Das sind Lichter für Waschen, Spülen, Wachsen und fürs Land der Lebenden. Je nachdem. Land of the Living. Dadurch geht's zum Limbus Highway. Auf der anderen Seite vom Highway liegt das Land der Lebenden. Mhm. Na, vielleicht tanzen wir nachher noch den Limbus. Manny, beeil dich mal ein bisschen. Hat ja keiner im Kopf aus hier. Ja, wie gesagt, ich habe das damals mal gespielt. So ein bisschen, was kann ich mich noch erinnern, aber echt, das ist nicht genau mehr an das, ganz was so ich viel. Jetzt ich meine, das ist schon. Ja, heiße Reifen. Ist schon ein paar Jahre her. Wie gesagt, da kann man ruhig mal was vergessen. Ein Werkzeugschrank. Da drin geschieht irgendetwas Großes. Mhm. Ein Werkzeugschrank. Hey, Bedienung! Hey, wer zum... Oh, Entschuldigung, Sir. Ich wusste nicht. Für gewöhnlich bequemen sich Vertreter nicht in diesen Teil der Garage. Ich bin Manny. Calavera. Manny Calavera. Ich heiße Glottis. Ich krieg nicht so viel Besuch. Hey, nee. Ich habe eine Nachricht für einen Mr. Calavera. Ihr Fahrer lässt ausrichten, dass Mr. Hurley gesagt hat, dass er den Rest des Tages frei haben könnte. Domino hat meinen Fahrer heimgeschickt? Ja, nett, nicht wahr? Hey, Domino ist voll der Arsch, ey. Was soll denn das? Sieht aus, als bräuchte ich einen neuen Fahrer. Oh, dem kann ich zustimmen. Ja, den brauchen Sie. Ja. Glottis, ist das ein Schweizername? Oh nein, meine Wurzeln entstammen keiner irdischen Nation. Ich bin ein Elementargeist, der aus dem Reich der Toten beschworen wurde und dessen einziges Verlangen es ist, zu heizen oder Öl- und Keilriemen zu wechseln, wenn gerade kein Fahrerjob offen ist. Hey, bist du Fahrer? Ich? Ha, nein. Ich fahre... Hast du doch gerade gesagt. Ich schaue nur dran rum. Nette Hütte. Ah ja? Möchte wissen, wie nett Sie sie finden würden, wenn Sie den ganzen Tag drin eingesperrt wären. Kannst du meinen Fahrer vertreten? Ich? Oh, nein, sorry, geht nicht. Vorschriften. Na klar, los, mach doch. Komm schon, Glottis, du musst mich fahren. Nein, ich kann nicht. Ich bin zu dick.
Du bist nicht zu dick, du bist genau richtig. Nein, man hat mir das schon so oft gesagt. Ich bin zu dick zum Fahren. Ach Quatsch, gib den Ruck. Du bist nicht zu dick, die Autos sind einfach zu klein. Ja, diese verdammten Kleinwagen. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ich könnte ihren Wagen ein bisschen frisieren. Ein paar Schweißarbeiten hier und da, damit denn der Taille nicht so aufträgt. Allerdings darf ich die Autos nur mit einem Auftrag von oben verändern. Sonst bin ich meinen Job los. Einen Arbeitsauftrag? So, so. Ja, ja, genau. Hier darf man ohne Unterschrift vom Boss nicht mal allein auf die Toilette gehen. Hey, das ist doch genau mein Ding. Leute zum Unterschreiben bringen. Bin sofort wieder da. Genau. Ja. Zu eng. Ich bin gar nicht zu fett. Irgendwie ist hier alles zu eng und zu klein. Genau, du bist auch nicht zu blöd, sondern die anderen viel zu schlau. Na dann. Dann wollen wir mal gucken, ob unser Chef uns das genehmigt. Kann ich mir bald gar nicht vorstellen. Dadurch wird es auch nicht unterzeichnet. Wieso nicht? Eva, der Boss muss mir unbedingt diesen Auftrag unterschreiben. Na gut, ich versuch's. Mr. Copal, Manny Calavera möchte mit Ihnen sprechen. Habe ich nicht gesagt, dass ich nicht gestört werden will? Sorry, Carl. Morgen vielleicht. Dann ist es zu spät. Klar, als ob du noch etwas vorhättest. Oh, du bist voll die blöde Plumpskuh, ey. Ich kann meinen Fahrer nicht finden. Manny, du weißt, was zu tun ist. Stell dich nicht so dumm bloß, um mit mir zu flirten. Naja, ich zieh dann mal Leine. Nein, ich möchte den anderen Fahrstuhl ausprobieren. Ja, wo kriegen wir denn jetzt den Fahrer her? Oder beziehungsweise die Unterschrift. Also der würde uns ja fahren. Aber wir bräuchten halt eine Unterschrift. Ich kann mich noch gut an das Jahr erinnern, in dem das hier gebaut wurde. Weil das Ding so teuer war, dass wir in diesem Jahr keinen Bonus bekommen haben. Ah, wie im echten Leben. Oh, Piñata. Ja, mal gucken, was hier losgeht. Brot der Toten. Da ich dieses Jahr nicht richtig mitfeiern kann, sprich, ich würde mich nur vollkrümeln. Das wäre kein guter Verwendungszweck für dieses Besondere. Ich würde mich nur vollkrümeln. Na, du Clown? Hau ab, Lackaffe. Ich probiere was. Silberlackaffe, eh. Kann ich durch dein Zelt gehen? Ich möchte mir die Parade ansehen. Latsch durch irgendein anderes Zelt. Sehe ich aus wie ein Durchgang? Nee, aber wie ein unfreundlicher Knochen, ey. Tolles Fest, was? Ja, ja. Ziemlich viel los. Meine Sehnenscheidenentzündung macht mir zu schaffen. Aber du hast keine Sehnen mehr. Tja, du hast keine Zunge. Und das hält dich trotzdem nicht davon ab, mich vollzuquatschen, oder? Peng! Ah, wieder einer geplatzt. Diese verdammten, knöchrigen Finger! Ich geh lieber. Bei diesem Gequietsche könnte ich glatt jemanden umbringen. Was? Du auch? Jo, dann gehen wir mal hier lang. Mir gefällt nicht, wie dieses Auge mich ansieht. Ich kann mich aber noch an das Auge erinnern. Was Hallo? Könnte man denn damit machen? Hallo? Das hebe ich nicht auf. Naja, gehen wir mal weiter. Mhm.
Sieht aus wie ein Seil. Aber es sind nur billige Krawatten, die aneinander geknotet wurden. Sieht aus, als wäre der Boss angeln gegangen. Na, man sollte vielleicht ein bisschen gucken. Aber dann hat der hier seine Krawatten zusammengebunden. Im Dominus-Büro ist niemand. Aha. Aber da kommen wir nicht rein, ne? Oder? Domino verschließt sein Fenster. Wahrscheinlich Schiss vor Tauben. Oh, die sehen nur süß aus. Ja, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen im Stil der 1920er Jahre hier. Das finde ich irgendwie sehr geil. Das passt gut mit dem Los Dias de Muertos zusammen. Mehr auf merkwürdige, bizarre Art und Weise. So, ist das hier alles? Memo aus dem Büro von Don Copal. Hey! Aufträge werden ausschließlich von meinem Büro vergeben und sind nicht unter den Verkäufern austauschbar. Tausch, Verkauf und besonders der Diebstahl von Auftragsblättern zieht schwere Disziplinarmaßnahmen nach sich. Boah, ist das böse, ey. Das heißt, ihr verteilt... Allein der Gedanke an Dons Ablagesystem jagt mir Schauer über den Rücken. Was für ein Chaos. Ich würde Dons Büro ja gerne durchsuchen, aber ich komme zu spät zur Vergiftung. Das ist aber irgendwie so ein bisschen arschig von dem Don, ne? Ich meine, der verteilt dann die guten Sachen an die Leute, die er mag, und die schlechten an uns. Memo aus dem Büro von Don Copal. Hey, Tausch, Verkauf und besonders der Diebstahl von Auftragsblättern zieht schwere Disziplinarmaßnahmen nach sich. An alle Mitarbeiter der Dienststelle organisierter Diplomsensor. Angestellte, die ihre Verkaufsquoten erreicht haben, können sich am Tag der Toten freinehmen, sofern sie die Arbeitszeit am folgenden Wochenende nachholen. Natürlich, los dias de muertos. So. Oh, Müll. Dann wollen wir da gucken, was da drin ist. Was für ein Chaos. Ich würde Dons Büro ja gerne durchsuchen, aber ich komme zu spät zur Vergiftung. Ja, kann ich machen? Don scheint seinen Computer so programmiert zu haben, dass er automatisch das Intercom beantwortet. Nicht jetzt, Eva. Du musst warten. Ich stecke mitten in einem wichtigen Meeting, als wenn sie das glauben würde. Er hat jetzt gesagt, hier, nicht gestört werden. Worum es geht, es muss warten. Jetzt will ich Eva. Dass sie nicht da sind. Telefoniere. Ich ändere einfach seine. Zack. Das ist richtig. Dann scheint seinen Kommen. Kurz gucken.